Ja, herzlich willkommen auf Hemmesalp TV, das Baustellenmagazin. Ja, ich bin ja euch noch einen zweiten Teil schuldig von meinem Schlechtwetter-Webcam-Rumgang, weil ich ja heute nicht rausfahren konnte und deswegen zeige ich jetzt euch mal die restlichen Bauaktivitäten von S21 und der Neubaustrecke. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, und hier sind wir jetzt im BA19. Wo ja der neue Fußgängerweg hinkommt mit dem Fußgängersteig, den wir jetzt im Hintergrund sehen. Ja, da bin ich mal schön wieder raus oder ist wieder rausgegangen vom großen Bild aufs kleine Bild. So. Und da hat jemand geschrieben, im Internet, dass die jetzt hier lange Pfosten reinsetzen. Ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil man das von hier aus ganz schlecht erkennen kann. Und anscheinend sollen ja auch die Zäune dann wegkommen. Ich würde sagen, lassen wir uns mal überraschen. Und hier haben wir R4, da hat der Martin May vorher geschrieben, dass ich das nicht einfangen konnte. Ja, leider konnte ich das nicht einfangen, richtig, von der Webcam aus. Dass man sehen kann, dass sie armieren, das sieht man. Aber den besten Blick hat man halt vom Steg aus. So, und da haben wir nochmal K6, die ja auch gerade armiert wird. Sorry, wo auch die erste Lage schon mal fertig ist. Und ich würde sagen, dann machen sie dann demnächst die zweite Lage. Ja, und hier sind wir jetzt bei der Neckarbrücke. Leider gibt es da nur diese Webcam und man kann es auch nicht anders einstellen. Also das Bild nicht hin und her gehen und hoch und runter. Deswegen sieht man eigentlich mehr von dem Schiff statt von dem Weg. Aber wie auch schon der Hubert berichtet hat, ist der Weg mittlerweile asphaltiert. Ja, und hier sind wir jetzt beim Verzweigungsbauwerk in der Ehmannstraße. Und da, wo ihr jetzt den Mauszeiger seht, da war ja der letzte Stand von mir, wo sie betoniert haben. Und da, wo jetzt der Mauszeiger ist, da hatten sie armiert. Das ist jetzt mittlerweile betoniert und jetzt tun sie diesen Bereich armieren und dann im Anschluss wird wahrscheinlich der fünfte und letzte Teil dran kommen zum Armieren. So, und da sieht man jetzt, wo der Mauszeiger entlang geht. Da ist die Anschlussarmierung für die Seitenwände und ich denke mal, dass sie die Seitenwände so hoch machen wie beim Nesenbachtüger, dass man da dann so Bögen draufsetzen kann. So, und jetzt sind wir am Flughafen. Das ist ja das Bauprojekt, wo der Portalkran steht und da sieht man ja auch gerade, dass der Schuttbehälter wieder voll ist und sie gehen da auch weiter in die Tiefe
Aber ich habe jetzt bloß keine genaue Angabe, wie weit sie da runtergehen. Hier habe ich jetzt mal aus dem Internet was gesucht, wo man das gut sehen kann. Weil der Hubert hat das andere, was er da mal gezeigt hat in seinem letzten Video, noch nicht online gestellt. So, und dann mache ich mal hier geschwind Pause. So, weil das möchte ich euch geschwind näher erläutern. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind die mit der Tunnelröhre schon hier, das heißt mit einer schon unter den Messehallen und mit einer noch kurz davor. So. Und dann, jetzt kann ich ja weiterlaufen lassen, dann kommt ja der Mauszeiger dann auch wieder. Na, läuft's oder läuft's nicht? Nein, läuft nicht. So. So, und da vermute ich ja, dass da der Messeplatz da ist, wo der eine Angriff ist. Und da, wo es der Mauszeiger ist, ist ja an der Flughafenstraße das Webcam-Bild, was wir gerade eben davor noch gesehen haben. Und hier unten, da mache ich nochmal geschwind Pause, ist ja der S-Bahn-Bahnhof hier unten. Und bei dem S-Bahn-Bahnhof, also so sind jetzt gerade, muss ich mal schön drauf drücken, so sind gerade die Pläne und so sieht man das auch jetzt hier drauf. Sorry. Soll ja da nachher die Strohgäubahn noch angeschlossen werden. Das heißt, die fährt dann nicht hier in den Flughafenbahnhof rein, sondern in den S-Bahn-Bahnhof und fährt dann vom S-Bahn-Bahnhof praktisch raus auf die Neubaustrecke oder kommt von der Neubaustrecke in die Strecke vom, also auf dem Bahnhof von der S-Bahn. Also so habe ich das jetzt mal so im Blick hier von dem Bild hier aus. Und ich denke mal, dass das auch der endgültige Stand ist, weil sie sich da immer gestritten haben, was sie da jetzt machen mit der Strohgäubahn, weil die kommt ja jetzt auch über Nordrhein, die fährt dann praktisch, kommt über Vaihingen und fährt dann nicht durch den Tunnel, wo die S-Bahn fährt, sondern die fährt dann rechts und links dran vorbei. Und kommt dann eben am Nordbahnhof auf die Strecke zum Hauptbahnhof. So. Und das haben sie dann mal so geplant. Ob das jetzt allerdings noch Stand der Dinge ist, weiß ich zum derzeitigen Punkt nicht. Also da müssen wir uns jetzt noch überraschen lassen. Aber wenn das der Stand der Dinge ist, dann haben wir hier noch ein kleines Bauvorhaben, weil es geht ja dann noch ein Stückchen über die Wiese drüber oder über die Äcker drüber. Und dann haben wir noch ein bisschen was zum Filmen. So, also mal soweit hierzu. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Mal bloß gucken, weil das gerade ein bisschen unscharf ist. Warum das so unscharf? Ah ja, jetzt ist es besser. So, und jetzt sind wir hier an der Vilstalbrücke. Und wie ich ja schon geschrieben habe, fällt leider die Baustellenbesichtigung aus. Und deswegen mache ich am 23.01. um 10 Uhr einen Livestream.
Weil um diese Uhrzeit wäre eigentlich meine Führung gewesen. Und deswegen mache ich am 23.01. um 10 Uhr einen Livestream von der Vilstalbrücke aus. Leider nur über Webcam. Und das geht ja normalerweise so 2, 2,5, 3 Stunden. Und da ist ja noch, wird ja noch vorab was gesagt zu der Brücke und so weiter, ne? Also Bilder gezeigt und so weiter, ne? Und dann geht es heraus auf die Baustelle, wo man das dann angucken kann. Und das ist dann so eine Stunde, anderthalb, ist das dann erledigt, ja? Aber leider zum 10. Mal gebucht und jetzt zum 10. Mal abgesagt wegen Corona. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann das ein Ende hat mit Corona, wenn sich die Leute wirklich so höflich und nett verhalten und sich gegen Corona zumindest mal impfen lassen. Weil dann können wir wieder zurückkehren zu einem normalen Leben und dann finden nämlich auch diese Sachen wieder statt. Vorher wird es nie der Fall sein. Das heißt, wir müssen uns dann alle auf diese Webcam-Bilder verlassen, ja, und diese Webcam-Bilder anschauen. Ja, aber wenn sie immer wieder aktualisiert werden, bei der Bahn alle 5 Minuten, bei IG Bürger alle Minute. So, aber so, jetzt schauen wir hier zurück. Und da hat ja der Mauszeiger gerade hierher gezeigt. Da sind sie hier noch was an der Plattform am Machen. Und dann würde ich sagen, lasse ich mal jetzt das weiterlaufen. So, also da sind sie jetzt noch was an der Plattform zu machen in Richtung Ulm. Und hier sehen wir die Vorschubschalung, Brüstung, ja, Schalung ist besser. Die Vorschubschalung von der Pfützalbrücke. Und hier soll ja dieses Gebäude entstehen. Das kann man jetzt bloß mit dem Mauszeiger wegen dem Schnee nicht gut sehen. Hier soll ja ein Gebäude entstehen. Bloß das kann man jetzt nicht weiterbauen wegen dem Schnee. Ist ja auch verständlich, ne? Deswegen ruht es gerade im Moment. So, da zeige ich jetzt nochmal mit dem anderen Stift hin. Also wie gesagt, dieses Gebäude, jetzt weiß ich nicht genau, ist das Entrauchungsbauwerk oder Flucht wegen Fluchtweg und so weiter. Aber das könnt ihr mir wahrscheinlich in die Kommentare eh besser reinschreiben, was das ist. So, und da fehlt noch ein Stück, das habe ich jetzt erst richtig registriert. Wenn man öfters mal die Webcam anschaut, dann stellt man fest, dass da auch irgendwas anders ist. Also da fehlt noch ein Stück von der Plattform. So, und jetzt sind wir hier am Eichelberg angekommen. Und hier hat ja der Hubert geschrieben, ob das hier Montageschienen sind oder was das sind. Also ich denke mal, weil ja der Zug, wo man da braucht, um die Schienen zu betonieren, den muss man ja hier draußen schon aufbauen, ja, dass der dann praktisch hier aufgebaut wird und dann praktisch, na, jetzt gehe ich bloß mal. Also ich denke mal, dass man das mit den Schienen jetzt einfach so macht, wegen den Aufbau des Zuges für den, wo die Schienen und die Betonschweller betoniert und dass man da besser dann
dass man die Züge auch auf die Gleise aufsetzen kann, muss man ja Gleise haben. Und ich denke mal, dass man deswegen diese Schienen da draußen hingemacht hat, dann setzt man einfach die Wägen dann auf das Gleis auf und fährt die nach innen. Na, also so denke ich das, weil mal einer gesagt hat, wegen den Schienen, dass die Schienen von der Tunnelbaumaschine sei, das kann ich also definitiv verneinen, dass ich es nicht von der Tunnelbaumaschine, weil das muss man ja alles rausnehmen, um die Tunnelsohle zu bauen, ja. Und da muss man ja im Tunnel auch noch die Fluchtstollen machen. Und da wären die Schienen von der Tunnelbohrmaschine einfach hinderlich gewesen. Und deswegen hat man die rausgenommen. So, also soweit mal hierzu. Und jetzt lasse ich das gerade nochmal weiterlaufen. Und da seht ihr auch meinen Mauszeiger. Also nochmal gesagt, also das ist, denke ich, einfach nur für den Bauzug, wo die feste Fahrbahn macht. So, abgekürzt. So. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen. Wenn man das aktiviert, bekommt man eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. So, jetzt mache ich da noch ein bisschen Pause. So, und somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wer sich jetzt fragt, wer der Mann ist, das ist mein bester Freund, deswegen ist er auf meinem PC, der leider 2016 verstorben ist an Krebs. Und als Andenken an ihn habe ich ihn einfach auch auf meinem PC gemacht. Nur falls sich einer fragt, wer da ist. So, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Teilt das Video, teilt meinen Kanal. Und wenn ihr Fragen, Wünsche habt, könnt ihr mich gerne fragen, gar kein Problem. Oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen und bitte bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video auf Hemmesalp TV, das Baustellenmagazin. Tschüss, euer Hemme. Ciao.